Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Man hat mir neulich eine Frage gestellt: Thomas, pass mal auf, wenn du draußen bist, auf der Straße irgendwo unterwegs und du bist ja dann in der Gesellschaft, auch unter Männern und es können ziemlich brenzliche Situationen entstehen da draußen. Ihr wisst, was ich meine. Vor welcher Art Mann hast du am meisten Respekt, um nicht zu sagen Angst? Gut, die Frage möchte ich gerne beantworten. Vorher aber ein Ding, wenn ich da draußen bin in der Gesellschaft, zivil unterwegs, bin Zivilist, dann bin ich jetzt nicht unterwegs wie ein Tiger im Käfig, der immer schaut, wo kommt denn die Gefahr her, ja. Aber, das heißt, ich bin schon ein bisschen entspannt, aber natürlich bin ich auch irgendwo in einem kleinen Alarmzustand, das ist ganz klar. Wenn du lange Zeit Soldat warst, dann hast du immer das Auge, würde ich sagen, hast immer einen Blick für Situationen, die von jetzt auf dann von good to worse umschlagen können. Also, das ist mal das eine. Und ich bin, wie gesagt, zu jedem Menschen saufreundlich. Und auch zu Männern, die mich vielleicht blöd anmachen. Selbst wenn mich da draußen ein Mann anpöbelt, wenn mich blöd anschaut, selbst wenn es zu einer Rangelei kommt, dann bin ich immer noch sauhöflich, ja? Es ist noch nichts passiert. Abstand, Respekt, Augenhöhe. Und immer, ja, immer mit dem Grinsen im Gesicht. Immer vorsichtig, aber immer nett sein. Das ist meine Devise. Jetzt kommen wir mal zu den Männern, wo ich die größte Gefahr sehe, ja. Von denen die größte Gefahr ausgeht, so muss man sagen. Wo dann wirklich all meine Sinne gespannt sind, ja. Da hätten wir zunächst mal den, der nichts zu verlieren hat. Der wirklich im Leben nichts zu verlieren hat. Warum? Das sind Männer, oder diesen Mann, der kämpft nach vorne. Der ist wie eine Klapperschlange, ja. Wenn der kämpft, der schaut nicht nach rechts, nicht nach links und nicht nach hinten. Nee, der ist total fokussiert auf Destroy, zerstören. Ich habe nichts zu verlieren, ihr könnt mich alle mal, ich gehe da ran. Und wenn ich hops gehe dabei, das ist dem Scheiß egal. Und wenn dich so ein Mann angreift, dann nutzt er alles als Waffe, was er kriegen kann. Und die setzt er dann auch brutal ein, ohne Etterdamm, ohne irgendwie Skrupel zu haben. Der sagt sich wirklich, ran drauf drüber, ich habe nichts zu verlieren, wo ist der Feind, auf geht's. Ja? Und dann bist du, wenn du sein Gegenüber bist, dann bist du im Nachteil. Dann kannst du nur eine Sache machen. Nee, du kannst zwei Sachen machen. Die mache ich dann immer. Entweder sage ich, okay, ich habe es damit mit einem Typen zu tun, der hat nichts zu verlieren, und dann werde ich genauso. Dann schlüpfe ich in seine Rolle rein. Dann gibt es bei mir auch nur vorne, nicht links, rechts, hinten, nur vorne. Ganz brutal, ganz entschlossen, Rücken zur Wand, Angriff. That's the point. Angriff ist da meist die beste Verteidigung. Und dann treffen zwei Leute aufeinander, die nichts zu verlieren haben. Und das wird dann gleich ganz brutal, kann ich euch sagen, ja. Aber nochmal, ich sag's immer wieder, zunächst immer mal freundlich sein. Auf jeden eingehen, schauen, was hat er denn für ein Problem. Die Kommunikation suchen, den Austausch verbal und als allerletztes Mittel den Kampf. Ja? Also, der gefährlichste Mann, der mir gegenüberstehen könnte, im Worst Case, das ist der Mann, der nichts zu verlieren hat. That's the point. Als zweites würde ich sagen, muss ich ein bisschen überlegen, das wären Männer, und solche habe ich oft getroffen, die irgendeine Art von Kampfkunst beherrschen, und die diese Kampfkunst draußen angewandt haben, auf den Straßen. Das heißt, die wirklich in der Realität durch ihre Kampfkünste, egal was es ist, aber in der Realität ihre Erfahrungen gesammelt haben. Wie soll ich das am besten beschreiben? Das heißt, diese Art Männer, die haben Fähigkeiten, die haben Skills in der Kampfkunst, in irgendeiner Kampfkunst, und die haben wirklich mehr Zeit damit verbracht, draußen zu kämpfen und ihre Kampfkünste in der Realität anzuwenden. Angriff, Verteidigung, alles was ihr wollt. Ja? Die waren öfter draußen im Streetfight als innen im Saal. Und das sind gefährliche Männer. Ich meine, Kampfkunst, das kann jeder. Jeder kann einen Karatekurs besuchen. Jiu-Jitsu, Krav Maga. Und ich erspare mir den Rest. Ja? MMA, was ihr wollt. Aber wenn du immer nur im Saal bist, und immer nur irgendwelche Sparringspartner hast im sauberen Saal und nie da draußen warst, wirklich in der Reality, naja, das kann ich auch, aber das wird dich im realen Kampf nicht weiterbringen.
Ja? Weil dann klappt dir vielleicht mal in der Reality die Kinnlade runter. Weil du wirklich nicht weißt, wie es abgeht. Wie brutal das sein kann. Also, der zweitgefährlichste Mann, dem ich nicht begegnen möchte, da draußen, das ist der, der es drauf hat, der es kann und der sein Können sehr, sehr oft wirklich in der Reality, im Streetfight, gegen böse Boys, gegen Bad Boys angewandt hat. Der im Gelände Erfahrung gesammelt hat. Das ist dann der Typ, müsst ihr euch vorstellen, der wirklich Narben von den Kämpfen überall am Körper hat, ja? Und das sieht man den Leuten an. Ja? Also ich sehe jemanden an, ob der Erfahrung hat im Kampf da draußen. Die treten ganz anders auf. Die verhalten sich anders, die bewegen sich anders, ja? Die wissen um die Gefahren. Die wissen, was sie können und die können einen Gegner einschätzen. Also vor so einem Mann habe ich Respekt. Angst vielleicht nicht, aber Angst zu haben ist kein Fehler. Ja? Weil manchmal ist Abhauen die bessere Lösung. Also mit so einem Mann sich anzulegen, das birgt immer wahnsinnige Risiken. Aber nochmal, immer und zuallererst freundlich sein, abschätzen, nett sein, kommunizieren, miteinander reden und erst wenn es nicht mehr geht, dann eben aktiv werden. Ja? Also Nummer 1 hätten wir gehabt, den, der nichts zu verlieren hat. Nummer 2, den, der eine Kampfkunst kennt, der draußen gekämpft hat, in der Straße oder auf den Straßen und der Narben im Gesicht hat. Der wirklich sagen kann, ja, ich bin Kämpfer. Nicht nur im Saal, nicht nur beim Sparring, sondern ich komme von da, von der Straße. Und Typ Nummer 3, sich auch noch ein bisschen überlegen, das sind meist die Männer, die still sind, die irgendwo ruhig in der Ecke hocken, die du meist nie hörst, selten siehst, die wenig reden, aber die genau beobachten. Ja? Und das müssen keine großen Kerls sein. Das heißt jetzt nicht, dass jemand, der ein Schreihals ist, dass der nichts drauf hat. Weil oft sagt man ja, okay, das ist ein Schreihals und die großen Schreihölzer, solche Brocken, die großen Kästen, die haben bloß eine große Gosche, aber in der Reality können die nichts. Da muss man sich hüten. Das kann falsch sein, das kann täuschen, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Stillen oft gefährlicher sind als die Angeber, als die Schreihälse, ja. Da habe ich eine Erfahrung gemacht in Französisch-Guyana. Nicht nur in Französisch-Guyana, aber es war das erste Beispiel, wo ich so wirklich real beobachten konnte, ja, ganz tranquil, tiefenentspannt von meinem Sitz aus, ja, Bier in der Hand. Da waren wir im BMC in Guyana, ihr wisst schon, im Puff. Und da war ein Franzose, das war ein Brocken, das war ein neuer Legionär, ganz frisch, ja, der wog an die 110 Kilo, überall Muskeln, ja, und 2 Meter groß. Der typische, großkotzige, ja, Arnold Schwarzenegger. Was nicht heißen soll, dass der Arnold jetzt großkotzig ist, nein, ganz und gar nicht. Aber vom Typ her, genauso gebaut, genauso groß und genauso, ich kann was, weißt du? Ihr wisst, was ich meine, ja? Und da gab es auf der anderen Seite einen Engländer. Und der Engländer, ich schwör's euch, der war 1,75. Das war ein Hungerhaken. Der wog 70 Kilo. Aber der war nervös. Der war schnell. Der hat das Auge. Und der hat Eier in der Hose gehabt. Und der Mann, wie schon gesagt, den hast du nie gehört, den hast du selten gesehen, der saß immer in seiner Ecke, der war immer ganz ruhig. Und irgendwann ging der Franzose, der Große, ne, der Arnold, zu dem Typen hin, ich weiß nicht warum, und es gab ein bisschen Zoff, der hat ihn ein bisschen rumgeschubst. Wisst ihr, was passiert ist? Der kleine Engländer, auf, bumm, und der hat den Großen aus den Stiefeln gehauen. 2 Sekunden. In 2 Sekunden lag der Mann am Boden. Der hatte keine Chance. Der wundert sich heute noch, das ist passiert 86 und der wundert sich heute noch, was damals passiert ist. Ja? Das heißt auf Deutsch, dem Großen, den haben die Eier gefehlt. Der hatte nicht die Entschlossenheit. Und ich möchte mal sagen, er hat zu dicke Lippe riskiert. Und der Kleine, der hatte Eier, der war schnell, der war ruhig, dem hast du es nicht angesehen. Aber der war da, der war da und der war wunderbar da. Besser kann ich es nicht erklären, ja? Also nochmal rekapitulativ, 3 Burschen, vor denen ich Respekt habe, der nichts zu verlieren hat, der wirklich was drauf hat in der Reality draußen,
Straßenkampf, der das angewandt hat, ja, in der Realität, nicht im Saal, sondern in der Realität, und der Narben davon überall am Körper hat, und der Stille, den du es nicht ansiehst, der aber Eier hat, ja, und der keine große Gosche hat. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich melde mich ab, bin da mal weg. Mein Name ist Thomas Gard. Mein Motto ist: Krieg ist scheiße. Tschüss, Servus und bis bald. Bye, bye.